Und jetzt habe ich von dem Ende der letzten Folge, weil wir mussten es ja einrichten und ausprobieren, habe ich ein bisschen weiter gespielt. Ich kam von da drüben und das Einzige, was ich gemacht habe, also war eine ganz kurze Cutscene, wo mir halt gesagt wurde, ich soll jetzt zurück ins Grau. Und das Einzige, was ich euch sozusagen weggenommen habe, ist, dass ich mit dem hier eine lustige Cutscene hatte. Hätte ich nicht ansprechen sollen, aber ich glaube, das sogar automatisch. Genau, ich wollte hier speichern und dann wurde das automatisch getriggert. Und das war ganz lustig, weil wenn ihr mal guckt, er hat hier so eine, also so eine Tasche, und zwar ein Backphone, die Vorstufe zum Handy, und hat uns das so ganz heiß gemacht, oh, und Technik und so weiter. Und leider sind ihm dann prompt die Batterien ausgegangen. Und das ist so eine kleine Nebenaufgabe, die ich habe, ihm irgendwie aus dem Don Quixote Batterien zu bringen. War wirklich süß, aber ihr habt nicht wirklich was verpasst. So, und jetzt wäre ich soweit. Ja, dann legt doch los. Erlaubt es mir der Chat, jetzt loszuspielen mit Folge 31. Ich kann nur 10 Sekunden warten, aber Captain Kugel war so nett und hat uns 25 Euro gespendet. Hey. Teaser für den ersten Tintenfisch. Okay, also da muss ich doch zumindest mal die Packung schon mal anreißen. Also doch käuflich. Ja, natürlich bin ich käuflich. Wir haben nur gemerkt, diese 300 Euro für 5 Folgen, ja, aber lassen wir das. Das diskutieren wir ein anderes Mal. So, bist du bereit für die Geruchsinvasion? Meine Nase so, ist so, wie die Stripperin oder der Stripper, wir sind ja geschlechtsneutral und sexuelle Vorlieben neutral, habe ich schon mal einen Teaser gemacht. Und Christoph, magst du mal kurz riechen? Nee, nee. Also vom Du musst dran riechen. Nee. Christoph! Ernsthaft nicht. Du kannst mich mit Fisch und allem, was dazugehört, jagen. Obwohl die magisch. Das bringt dich nicht um. Nee. Es riecht aber echt schlimm. Ja, genau. Boah! Also frisch vom Grill mag ich die ab und zu schon mal, aber das war's dann auch. Es ist schwer zu beschreiben. Stellt euch vor, ihr habt 1000 Tintenfische in eine Mülltüte irgendwie pulverisiert und das entlädt sich jetzt beim ersten Öffnen. Oh, und ich mag Tintenfische. Okay, also, dann setze ich mal hier auf und wir spielen los. So, also ich soll nicht erstmal einkaufen gehen, das geht es wahrscheinlich gar nicht, weil hier alles abgesperrt ist. Nee, da komme ich nicht hin, da komme ich nicht hin. Ich könnte hier nur was essen, aber das bringt allenfalls kurzfristig was. Okay, dann hoffe ich, dass ich vor dem nächsten Kampf die Chance bekomme, noch was. Und ich weiß nicht, hatten wir den schon, den Moneybags? Weil unter Umständen habe ich es auch gemacht, als wir es so eingerichtet haben. Das ist quasi das Äquivalent zu diesem Geschäftsmann, zu dem Reichen, den wir in Tokio hatten, wo man Geld investieren kann. Der sieht so ein bisschen schwierig aus, oder? Ah, ich kann gar nicht mehr gerade. Wow, 99 Zuseher sehe ich gerade. Was wollen ja, die denn? 99. So, dann gehe ich mal in meinen Club. Tadaima! Warum habe ich Tadaima gerufen? Keine Ahnung. Das heißt, ich bin zu Hause. Das ruft man angeblich, wenn man in seine Wohnung kommt, nicht in sein Geschäftsumfeld natürlich. Und dann antworten die anderen, Okay. Das heißt, schön, dass du da bist. Willkommen zu Hause. Ich komme nur nicht mal mit dem Bayerischen hier klar. Das, ja, im Bayerischen ist man auch nicht so freundlich. So. Warum muss ich jetzt hierher? Vielleicht oben, weil ich sehe es gar nichts angekreuzt. Oh, habt ihr übrigens bemerkt, wie ich sofort die richtige von zwei Richtungen eingeschlagen habe? Also falls ihr ein Trinkspiel machen wollt, war das jetzt kein Grund zu trinken. Und hier geht's hin, das zählt auch noch, würde ich sagen. Aber ein bisschen von dem Wasser trinkst du noch, Herr Scheuner? Von dem Wasser. Oh. Er hat das Ohio gesagt, das war lustig, und ich habe nur oh gesagt. Das ist so, wie wenn ich morgens meine Kollegen begrüße mit wunderschönen guten Morgen, lieber Christoph, lieber Benjamin. Schön, dass ihr auch heute wieder einen Weg zu mir gefunden habt, hier ins Büro. Und sie sagen nur, so, ein Morgen kommt auch oft raus. Also. Der Hokushi Kai Dingsens, das war diese Chiropraxis da. Wow, 107 Leute! Wahnsinn! Was wollen denn die hier? Ja, das ist gut. Ja, das ist gut.
Genau, also der Lee hat sich gemeldet, wer nicht so schnell mitgelesen hat oder auf mich fixiert ist. Und das ist der, den ich erst windelweich geprügelt habe. Keine Ahnung, was die jetzt von mir will. So, aber also ich könnte noch speichern hier, aber... Ach so, und zur Spielzeit, also ich peile so eine Stunde an, jetzt ab jetzt. Und ihr kennt mich, das wird dann eher 5 Minuten länger als kürzer, weil ich mich so gerne reden höre. Ja, ich werde die Stunde aber auch nutzen, außer ihr sagt mir was anderes, um ruhig auch mal so Videos zu gucken. Aber dann wird wahrscheinlich gleich der ganze Feed gesperrt. Oder auch mal, also das möchte ich unbedingt machen, mein Kabarettclub. Also ich bin jetzt auch noch Geschäftsführer von so einem kleinen Kabarettclub, um da mal ein bisschen nach dem Rechten zu sehen und die Hostessen einzuweisen und in Mitarbeitergesprächen zu motivieren. Diesen Typen hier, den kann ich nicht leiden, das ist ein Hentai, ein Schikan, aber genau, ich gehe jetzt zum Lee. Und da gucke ich mir jetzt mal auf der Karte an, wo ich hin muss. Wie gesagt, wir sind in Sotenbury, Dotonbury-Verschnitt. Auch Dotonbury hat so Brücken und so, es ist alles recht realistisch. Und ich muss nach ganz hier unten. Riesengroß ist die Karte nicht, wie ihr seht. Es ist quasi eine von zwei großen Karten. Da gibt es noch bedarfsgerecht teilweise andere. Jetzt schaue ich gleich mal, ob ich da vielleicht an einem Laden vorbeikomme. Ja. Also, Christoph, du erinnerst mich, dass ich an dem M-Store vorbeigehe, genau. Weil ich habe ja keinerlei Materialien mehr, um mich am Leben zu halten. Genau. Und das könnte ich noch sagen. Ah, kleiner Kampf vielleicht zum Beginn. Ich könnte mich jetzt an denen vorbeischleichen, indem ich Geld werfe. Das hat mir der Moneybags beigebracht. Aber, ach nee, das ist vielleicht eine Nebenmission, das will ich nicht. Soll sie ruhig treten. Aber ich komme bestimmt noch an irgendwelchen bösen Jungs gleich vorbei. So, halt, soll ich nicht einkaufen gehen? Na, das ist nur eine Fressalien. Ach, und das hier ist, glaube ich, der Donkey, der örtliche. Jetzt lasst mich mal erst, weil das vergesse ich vor lauter Laberei, lasst mich mal erst irgendwelche Stamina-X-Flaschen kaufen. Das kriege ich hier im M-Store. Weil dann kann ich mitten im Kampf, wenn ich nicht gerade mitten in der Combo bin des Gegners, kann ich ganz geruhsam auf Pause gehen und mich wieder heilen. Und das hat mir schon manches Mal, Irashimase hat er gesagt, hat mich schon manches Mal gerettet. So, also ein Little Health Boost und ich habe Geld ohne Ende. Ich bin hier der Reiche. Achso, das mache ich immer wieder falsch, dass ich da einzeln kaufe, statt mir das quasi in den Einkaufswagen zu legen. Dann hier entsprechend die höhere. Dieses Heat, das hier genannt wird, das ist dazu gedacht, dass man dann Spezialangriffe auslösen kann. Dann nehme ich auch einige. Und ich habe aber ein begrenztes Inventar nur. Darum muss ich jetzt ein bisschen gucken, was ich noch nehme. Vielleicht eine Sushi-Box oder sowas. Gibt es hier jetzt gar nicht. Ja... Dann nehme ich so ein bisschen Odensuppe, die wird mich auch heilen. Mehr kann ich nicht tragen. Ach, und hier gibt es tatsächlich Squid Yakisoba. Wie lustig. Also zwar nicht getrocknet, aber ungefähr das, was ich gerade auch so habe. Warum habe ich eigentlich so wenig Platz? Ach, wegen den ganzen Taschentüchern, die ich das sinnloserweise mit mir rumtrage. Egal. So. Und bislang durfte noch kein Schluck getrunken werden von irgendwelchen Trickspielen, gell? Ich habe bislang immer... Ja, ich glaube, die trinken trotzdem. Das ist nicht erlaubt, das ist illegal. So. 113 Mann gucken wir dazu. Das ist mehr, als ich zu fürchten wagte. Jetzt geben wir noch... Kühl hat nochmal 5 Euro gespendet. Dankeschön. Dank. Hört ihr Christoph, wenn er da mit seiner schüchternen Stimme von links reinbrabbelt? Ja, das sollte man hören. Also hier der Donkey. Ich sag's in jeder Folge fast. Wenn ihr mal in Japan zwischenlandet, weil ihr auf dem Weg nach Australien seid und ihr habt nur einen Tag oder auch nur einen Nachmittag Zeit, geht in einen Donkey. Da habt ihr quasi alles, was das Land zu bieten hat, in einem Querschnitt, inklusive Elektronik und was weiß ich. So, und was soll ich jetzt kaufen? Batterien. Wie hieß das nochmal? Batterien, ich weiß es doch, heißt irgendwie nach dem Strom und der heißt
Denshi, glaube ich. Ach, die Japankundigen wissen es. So, wo kaufe ich hier ein? Das ist jetzt noch die Frage. Ah, hier. So. Und jetzt, also wie kriege ich jetzt die blöden, Taschentücher weg? Die muss ich wahrscheinlich, lass mich mal gucken. Was mache ich damit? Discard. So. Ja. So. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Und so ein bisschen Taschentücher für weinende Damen. Hat das gerade geblinkt hier? Nicht, dass ich hier irgendwelche wichtigen Videokarten übersehe. So. Und jetzt soll ich Batterien kaufen. In Wahrheit ist natürlich gerade alles unter Zeitdruck und oh, schnell, bevor die merken und so. Aber, naja. Da hat es sogar dasselbe, was es gerade schon gab. Aber es muss hier doch... Oh, schaut mal. Ein Gentleman's Umbrella könnte ich mir hier kaufen. Aber das ist schon... Ja, ja. Also hier hat es von Waffen über was weiß ich, hat es natürlich alles. Und ich brauche, glaube ich, Batterien. Und da kaufen wir mal 4. So. So. Man sagt nicht wirklich Doso, das heißt bitte, wenn man jemandem was gibt. Aber ich habe ihm ja Geld gegeben. Vielleicht sagt man da Doso, keine Ahnung. So. Und dann würde ich sagen, wenn wir mal wieder da vorbeikommen, haben wir die Batterien dabei. Oder soll ich jetzt hingehen? Wie ist denn die Verzögerung zwischen Chat und... Also hier bei mir zumindest sehr gut, 10 Sekunden etwa. Ah komm, dann machen wir es kurz, sonst vergesse ich es oder das Kapitel endet und wir sind womöglich wieder in Tokio. Ich renne gerne Leute um, das ist es nicht... Hier kriege ich neue Taschentücher, wenn ich möchte. So, aber jetzt Kampf. Ja, hingehen wird hier gestimmt. Genau, hingehen zum... Wohin gehen? Ja, hingehen. Okay. Ja. Also, ich wollte euch mal kurz, wenn ihr vielleicht zum ersten Mal zuguckt, die Kampfstile zeigen, die ich kann. Ich kann einmal hier, das ist der normale Kampfstil, so prügeln. Da gibt es so Kombos, in der Regel dreimal Viereck, einmal Dreieck, dann passiert sowas. Und dann kann man noch hingehen und ihn finishen, wenn oben rechts so ein blaues Zeichen auftaucht mit Y. Und wenn die andere im Weg steht, geht es aber nicht. Und ich brauche dazu Heat, das ist noch wichtig. Dann, wenn so Gegenstände hier rumstehen, kann ich die nehmen und auch einsetzen. Das macht mir immer mit Fahrrädern großen Spaß. Mein Lieblingskampfstil ist aber nicht der, sondern, jetzt schalte ich mal um, darum werde ich jetzt auch getroffen. Das ist der Breakdance-Kampfstil, den liebe ich wirklich. Der ist vor allem gut gegen Gruppen. Dann macht man nämlich sowas und kann hier wirklich durch die Menge fahren und die immer und immer wieder hier... in die Nüsse. Bist du tot? Nee, ich habe gewonnen. Also der Adler dann fordert den Wirbelwind. Ist das ein Kampfstil? Weiß ich nicht, aber es gibt noch einen, den habe ich nicht zeigen können. Da habe ich so einen Schläger in der Hand. Den kann ich als nächstes mal auspacken. So, jetzt gehen wir aber erst, wenn ich die Stelle wiederfinde. Das war hier ums Eck, glaube ich. Wo war die Ecke? Nein, ist nicht schon wieder kämpfen. Jetzt renne ich mal weg. Jetzt sind sie weg. So, jetzt gehen wir wieder zu der Telefonzelle. Es war aber nicht die hier, glaube ich. Nee, da war es nicht so voll. Das muss dann... Wo war denn... Ach, das war... Ich bin viel zu weit gelaufen. Hä? Was war das denn? Das war ja, jetzt kann ich noch einen anderen Kampfstil zeigen. Das ist der hier. Da habe ich dann wirklich was in der Hand und kann damit wirklich böse zuhauen. Also, ja. Also, ihr seht schon, die örtlichen Verbrecher und Elvis-Imitate haben keine Chance gegen mich. Und ich kann es nur sagen, ich spiele es auf Normal. Und das ist fast ein bisschen zu leicht. Aber das ist ganz gut, weil ich bin ja jetzt nicht der Geschickteste am Gamepad und habe dadurch wiederkehrende Erfolgserlebnisse. Und im Prinzip
sind nur die Sachen richtig schwer, die auch schwer sein sollen, bestimmte Bosskämpfe. Und das finde ich genau richtig. Also es wäre ja blöd, wenn ich hier bei solchen Standardkämpfen ständig weiß gar nicht, was dann passiert, dann verliere ich halt Geld oder gar sterben würde. So. Und jetzt kann ich diesem Typen hoffentlich die Batterien geben. So. Oh, nee. Das aber jetzt öfter als sonst. Den habe ich bislang selten benutzt, aber das ist gar nicht so ineffektiv. Wenn man sie mal wo stehen hat, dann sind sie irgendwie wie der Spieler bei Gothic 3 gegen die Wildschweine in meiner Angriffskette gefangen und haben keine Sonne. Also ich kann auch noch andere Sachen machen. Ich kann zum Beispiel mich so verteidigen. Lief natürlich nur gegen vorne, wenn jetzt von hinten kommt. Wobei, das ist halt auch wieder gegen hinten gerade. Also sehr beeindruckend, was sie da machen, aber ihr seht, ohne Chance gegen Killer Machima Goro. So, das war auch dieser Kampf. Und das Gute ist, man kriegt halt wirklich Massen von N. In der Regel so mehrere hunderttausend, was so mehrere zehntausend mehrere tausend Euro sind. Und was machst du denn jetzt? Ein Foto. Ein Foto. Ah, das ist eine gute Idee. Ich habe echt Kollegen, die mitdenken. Das macht so viel Spaß. So, hand over the battery. Ich hätte nur eine gebraucht. Jetzt mal sehen, ob er mir sein Ding da gibt oder so. Dann könnte ich nämlich... Nee, komm, mach weiter. Hast du gesagt? Ja, weil du vom Ding geredet hast. Ach so. Ich wollte auch mal einen Klappenwitz machen. Der Benjamin ist nicht da. Der Hedeltrollus war auch sofort sein Ding. Ja, aber Hedeltrollus, wissen wir ja spätestens seinem Weihnachtsfest, kennt keine Schmerzen. Was? Es braucht auch noch Verbandszeug für seine Schulter, habe ich das gerade. Ein Healing Drink. Ja gut, den habe ich ja dabei. Kann ich gleich weitermachen? Ich hoffe, er nimmt das Billigste. Also wie gesagt, ich kann es selbst auswählen. Das sind, glaube ich, die hier besser als die Star, also billiger. Genau. Also wie gesagt, es geht immer noch darum, dass er so eine Vorversion eines Mobiltelefons hat und seine Schulter hat sich verletzt, weil es so schwer ist. Jetzt ist er glücklich. Und übrigens, wir sind unter enormem Zeitdruck, möchte ich nur dazu sagen. Eigentlich hätte ich schon längst zum Lee oder wohin auch immer müssen. Und es kommen ja noch Threatening Punks. This isn't just a bag, sagt er. It's a bag phone. Au, Brillenträger schlägt man doch nicht. Und er guckt halt zu, also ich. Ja, man hat natürlich auch erfahren, warum er nur ein Auge hat. Er ist böse gefoltert worden. Aber er hat es überlebt. So, kann man nicht vorstellen, dass die, aber es geht nämlich wieder um einen anderen Kampfstil, dass die mich vor irgendwelche Probleme stellen. Und dann gibt es immer so Zuschauer, die da klatschen, schaut her, ah, ist das schön. Boah, was war das denn? Das ist es. Draufdrücken, komm mal. Dass ich wieder hochkomme. So. Also immer 1, 2, 3 und dann versuchen. Genau. So. Oh! Ah, wenn das Genick bricht. Aber es passiert mir was. Danach sagen sie immer brav. Zoom immer set. Oh, die machen aber gerade recht viel Schaden. Das ist so einfach. Das sind vielleicht schwerere Gegner als sonst. So. Fragst du mal die werten Zuseher, wie so Soundqualität und so weiter? Habe ich am Anfang gefragt, super. Okay, klasse. Das ist wirklich von der PlayStation gestreamt, also viel unkomplizierter als sonst. Christoph hat sich zwar nicht nehmen lassen, sein Backup da aufzubauen. Ja, sollte das DSM abkacken, genau, gehackt dann werden. Dann sind wir innerhalb von 2 Minuten. Ist er nicht. Boah, so muss es sein.
parallele Kommandostrukturen, um auch im Fall eines Atomangriffs und so weiter. Genau. Knobel 1980 spendet 5 Euro. Wir sind bei 45 Dank. Euro. 45 und nochmal kurz zur Erinnerung, möchtet ihr nicht, dass euer Name vorgelesen wird, bitte in Klammern setzen beim Spenden. Ja, genau. Und wie viel brauchen wir? 275. 275 für die nächste Staffel voll ist, ja. Und jetzt kann er telefonieren. Einfach so. Oh, jetzt habe ich meinen Kopfhörer rausgerissen vor Begeisterung. Ah. So. Ach, jetzt darauf mal ein Tintenfisch, oder? Ah, er ist noch nicht auf. Machen wir erst beim nächsten Euros. Ach, ich habe keine so ein Blödsinn. Oh, das klingt ja pervers. Oh, die sind ja ganz glitschig. Ich habe gedacht, die wären so ganz hart. Und nee, die sind, also ich beweise. So, kann man richtig biegen, die kleinen Ikas. Guck, 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 guck. Miam, 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 hier ist es. Also, das muss man noch überlegen mit dem Essen. Ich lege nochmal ab. Da bin ich noch nicht motiviert genug dazu. Das klingt das Zeug in meiner Hand. Wer macht denn sowas? Wer tut denn glitschige Tintenfische in eine Plastikfolie und verkauft es dann? Ah. Die sind nicht einzeln eingepackt, oder? Die sind nicht einzeln eingepackt. Hat der Benjamin in den nächsten Tagen irgendwas Video aufzunehmen? Weil ich glaube, wir müssen erst so einen Putzdruck durchlassen. Der macht morgen früh die Tür vorne auf. Aber du kannst es auch riechen, oder? Das stinkt bestialisch. Das geht. Ich rieche es schon, aber es geht noch. Okay. Anyway. Obwohl, gerade kommt es ja an. Ja, und Cerberus möchte die Dinger gar nicht sehen. Also, nicht vor für die Kamera halten, bitte. Ja, ich esse sie nachher, wenn noch ein bisschen Geld reinkommt. So. Okay, ich soll also zu einem M-Store in Shukufuchu, da war ich, glaube ich, gerade erst. Und dann kriege ich wahrscheinlich auch so ein Ding verkauft, wenn ich möchte. Naja, also das ist eine der typischen 100.000 Nebenmissionen, aber jetzt gehen wir mal weiter. Olfas spendet 10 Euro Prost für Yakuza. Okay, dann sage ich auch mal Prost. Das ist übrigens noch echtes Wasser hier. Kampai. Und Christoph hat synchron zu mir auch mitgetrunken. Ja, aus der Tasse. So, jetzt verlaufe ich mich gerade, oder? Ja. Das kommt vom Trinken. So, aus dem Weg. Da wäre auch wieder der Mr. Dings gewesen. So, wo muss ich hin? Jetzt kurz gucken. Ich glaube, da einfach geradeaus weiter. Ja, ja, nach unten da, immer weiter. Ja, ja. Naja, jetzt war ich gerade verwirrt. So. Nee, ich bin immer noch verwirrt. Ah, ich bin wohl ganz falsch da. Also ich habe schon einen richtigen Riecher gehabt. Dazu muss ich mich jetzt umdrehen. Und dann hier rein. Jawohl. Aber dann gehe ich mal der Story nach. Also zu viel Ablenkung tut nicht gut, wenn ich auch noch aufgeregt bin bei Live-Aufsendungen. Und wie viele Zuschauer sind nach dem Zeigen meines Abendessens verschwunden? Also gerade gab es einen großen Sprung von 111 auf 125 hoch. Yes! So. Seht ihr, wie ich sie dominiere? Das war jetzt gar nicht absichtlich hier, weil ich wollte den anderen noch treffen. So, jetzt könnte ich immer mal wieder diesen Y-Tritt machen. Aber ehrlich gesagt, ich mache das gar nicht so gerne, weil der dauert länger, als wenn ich sie einfach so zusammenschlage durch diese Animation. Das ist aber bei Bossgegnern ist das sehr praktisch, weil sie dann massig Hitpoints verlieren. So. Jetzt bin ich auch wieder eingenordet, wo ich eigentlich hin muss. Und zwar hier lang. Und danach Süden. Ja, irgendwie. Ah, ja, die nächste gleich rein. Und das ist also diese Gassen, das finde ich auch so fantastisch. Ah, nein, nicht schon wieder. Ja, ich hätte Geld dir werfen können, das vergesse ich immer. Ich
bin ich aber auch zu schwäbisch zu. Das finde ich halt immer geil. Also wirklich in Tokio, du bist 2 Minuten weg von so einer Hauptverkehrsstraße gelaufen und hast teilweise Gassen, wo du dich fragst, wo bin ich denn hier gelandet? Also ist nicht irgendwie schlimme Gassen, aber halt schmale Gassen, wo dann auch die Leute immer ihre Wäsche auf den Balkons, die ansonsten zu nichts benutzt werden, aushängen. Was mich auch wundert, weil also wer schon mal in der Stadt gelebt hat und da irgendwas auf dem Balkon hängt, der weiß, dass die Kleidung dadurch nicht unbedingt... Oh, habt ihr diesen Move gesehen von diesem Idioten? Dass sie dadurch nicht unbedingt sauberer werden. COSD wünscht sich übrigens ein Telefondate oder eine Videoboost. Ja, kommt alles. Und der war, glaube ich, der Einzige. Kommt alles noch. Jetzt, und da wäre ein Tempel. Also Clowns stehen normalerweise, und Schrein, kein Tempel, Schrein. Clowns stehen normalerweise nicht, aber ich könnte hier CPs umtauschen. Aber das habe ich, glaube ich, erst gemacht vor 2-3 Folgen. Da würde ich gar keine mehr haben. Nee, ich wollte mir welche sparen, genau. Halt, ich wollte sie ja sparen, bis ich meinen Club führen kann. Und das kann ich mittlerweile. Dann gehen wir doch mal hin. So. Also. Ach nee, der verkauft mir jetzt Zeug. Ach, der Clown verkauft mir und am Schrein. Naja, kapiert. Was ist denn das eigentlich? Was ist das? Wisst ihr das? Frag mal, was das ist, Jas. Das hören die Leute. Ja. Achso, Sie hören es ja. Ich frage euch jetzt. Sie sehen und Sie hören es. Was, die hören mich? Aber sehen können Sie mich nicht, oder? Mama, wenn du jetzt zuguckst, ich. So. Also was ist das? Sagt es mir und Christoph berät mich dann. Aber ich wollte. Was ist das, so Tenmobile? Nee, diese Packs, was machen denn die? Was ich mir da kaufen kann. So, aber das wollte ich eigentlich machen hier. Normalerweise reinigt man sich vorher, klatscht und wirft Geld rein und so weiter, aber brauche ich jetzt nicht. Also, jetzt müsste doch Business freigeschaltet sein. Jawohl. Casting Call. Wie viel habe ich eigentlich? Wo sehe ich das? Wo sehe ich meine Punkte? Ach, 11. Ja. Da kann ich quasi... Okay. Das kann ich jetzt noch nicht machen. Und dann mache ich nochmal Enjoy Food Even When... Ach, das ist... Nee, dann warte ich mal. Ich nichts kaufen, was man nicht braucht. Und gleich kommt wieder die nächste Nebenhandlung. Also man kann hier wirklich nichts machen, ohne gleich wieder eine Nebenquest zu bekommen. Hallo? Ach, dann kommt die gleich angelaufen. Das ist eine neue Hostess. Koizumi. Sumi. Z wird als S ausgesprochen. Koizumi. Ja, was kannst du denn so? Ah, das war eine Gold-Postess. Ich habe eine Platin und nur die kann man, glaube ich, trainieren, aber die Gold sind auch gut. Das ist so eine Art Burger-Time-Spiel, so ein bisschen. Oder ein, ja, so eine Action- Wirtschaftssimulation, wenn man es mal so betrachten möchte. Nee, aber eine reicht und außerdem, glaube ich, kann man die auch einfach auf der Straße finden, wo denn sonst Hüstel. So, ach, wieder verpasst. Aber jetzt kann ich endlich mein Rad nehmen. Mein Lieb, oder ihn auch, aber eigentlich wollte ich das Rad aufnehmen. So, das macht Spaß und immer wieder hau ich mit dem Rad drauf. Und hier hat es einen großen Vorrat an Rädern und darum werde ich weiter mit dem Rad draufschlagen und immer wieder auf die Mütze. Und mir macht Spaß. Ist nicht gefaked. Oder ist der schon ausgenockt anscheinend, aber einer muss noch leben. Jetzt. Könntest du eigentlich an denen vorbeilaufen oder ist das so wie bei den... Nee, also wenn ich auf die Viereck-Taste drücke, Geld werfen und sie dadurch ablenken. Das muss ich aber rechtzeitig machen und ich vergesse das immer. Außerdem bin ich, wie gesagt, zu geizig als alter Schwabe. So, jetzt habe ich ja vergessen... Stichwort geizig, ja. Adlan spendet 5 Euro für das Bier zum Nachspülen. Aber das ist ja nicht geizig, das ist Geld dafür, dass ich hier vor mich hin dilettiere. Das kann man nur, also wirklich spendabel nennen. Ja, und daher vielen Dank und auch an den Maverick für 10 Euro. Dankeschön. Und jetzt probiere ich es mal mit dem Geld. Schaut her. Und jetzt sammeln die Geld auf und ich kann an ihnen vorbeirennen. Geht das Geld noch wirklich von deinem... Ja, ja. Okay, ja, ja. Es geht runter. Aber es ist ja alles Piece of Cake. Außer man ist an einer Million-N-Maschine. Aber da kriegt man teilweise recht gute Prügel. So,
Ich nähere mich meinem Ziel. Also ich finde das echt schlimm, was die mit dem machen. Ach, diese Gewalt. So, und dann sind wir wieder bei diesem, ja, das ist diese Praxis, das seht ihr da oben. So, dann gucken wir mal, was da passiert. Tu's weg. Ich esse einen von den anderen, die gehen. Die gehen. So, das ist einfach ein bisschen. Das ist bestimmt die andere. Also wer die letzte Folge nicht gesehen hat, der Lee hatte die großartige Idee, quasi einen Body-Double, eine böse Frau, die so aussieht wie die, die wir eigentlich beschützen wollen, zu töten, damit die halt dann für immer sicher ist, dann noch Gesichtsoperation oben drauf und so weiter. Und jetzt glaubt er, ich hätte das jetzt doch gemacht, deswegen haben wir uns nämlich geprügelt. Aber das war gar nicht ich, das hätte ich ja mitgekriegt. Und er war es offensichtlich auch nicht. Aber sowas kann ich gerne machen. Das ist jetzt dieser Senbi mit Zucker drauf. Lass es dir schmecken. Hi. Obuskaigan-desu. Omae-ni. カード。マジ。わしからのプレゼントを受け取ってもらえたか。何の話よ。決まっとるやろな。牧村誠の死体や。何やと？あの子はこれで死んだことになった。あんたの雇い主もこれで納得やな。 Es ist die Frage A, wer ist das am Telefon? Und B, weiß der, dass das gar nicht die richtige ist? Weil man hat, glaube ich, nämlich gesehen, wie aus dieser Praxis eine Uniform geklaut wurde. Oder aus einem Müllcontainer, wo ich sie reingeworfen hatte. So war es, glaube ich. Dann vermute ich nämlich, der andere weiß von diesem Trick, den ich gar nicht machen wollte. Schlimm sowas. Kannst du es irgendwie... Also, und hat mich jetzt quasi... Also er wahrscheinlich ist das. Und er hat auch schon so ein neumodisches Walkie-Talkie-Handy. Oh, und schon wieder ein Chapter vorbei und ich krieg mal kurz 10 Millionen Yen. Sehr gut. Um Gottes Willen, hoffentlich geht es nicht nach Tokio. Dann kann ich die ganze Erklärung nochmal machen. Na, wenn ein Chapter vorbei ist, geht es oft in die andere Stadt. Gucken wir mal. Ja, speichern wir mal. Oh, das sehen jetzt gerade die Leute nicht. Da stand, wird nur Audio übertragen. Komisch. Frag sie mal, ob sie uns sehen können, während... Nee, hier wird kurz ein Symbol eingeblendet, das gerade nicht übertragen wird. Aber es geht jetzt gleich weiter. Wird es wieder übertragen? Ja. Ja. Das ist ja interessant, dass man das Speichern da nicht zeigen darf. Da können die bestimmte Situationen einfach sperren, ne? Ja, ja. Ah, ich glaube, Persona 5 macht das auch sehr häufig, ne? Mhm. Bei den Cutscenes. Ja, ja. Wobei die auch, glaube ich, dagegen vorgehen, wenn du das trotzdem irgendwie online bist. Du meinst in unserer Stunde der Kritiker? Ja, aber die können sie nicht sehen, weil das ist ja nicht frei verfügbar.
Übrigens, der COS-Dieb hat auch 10 Euro in den Topf geworfen. Für Christoph Überstunden ausgleichen, damit er auch was von dem leckeren Essen isst. Nee, damit. Erstes gerne, zweites nein. Christoph nicht essen muss. Also, ich esse das jetzt. その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつことしたら、私たちの死体を偽装したいんだ。そう、also die anderen waren sehr, fischig. Und das ist eher so süß-sauer-mäßig. Das ist in irgendwas eingelegt, darum ist es auch so matschig. Also, kann man essen. Nicht schlecht. Also für Bier wäre das andere besser, das ist eher, wenn man danach sich übergeben möchte. Ich lasse mich jetzt so aus dem Mundwinkel rausrechnen. Sieht man das? Wie gesagt, vom Grill würde ich die auch essen, aber nicht in dieser Form. Moriarty, Moriarty fragt nach dem aktuellen Spendenstand, der ist 80 Euro. Moment, ich kann ja mal aktualisieren. Ne, 80 Euro. Anta wa anoko ni tsuite te yare. Ja, also kann man essen, ist es aber auch nichts, was ich wirklich gerne essen würde. Wie gesagt, also wenn sie dann wirklich roh sind, aus dem Meer gefischt, als Hotaru Ika, da mag ich sie wirklich. Müssen aber frisch sein, sonst ist das natürlich super eklig. Haben dann auch so ein bisschen Bissfestigkeit, also wirklich lecker. Aber die werden nicht meine neue Leibspeise. Okay? Dann gehen wir mal zum Grand. Jetzt warte mal, da steht noch jemand. Kann ich bestimmt auch als Hostess anheuern, oder? Ja. Nein, present. Ich hätte Batterien dabei. Nimmst du auch Batterien? Also das Frauenbild, das hier gezeichnet wird, könnte man hinterfragen. Übrigens, ich weise darauf hin, ich habe schon wieder auf Anhieb die richtige Richtung gefunden. Ich brauche halt nur den Druck, den unglaublichen Druck eines solchen Live-Events. Und werde auch meinen Grand wiederfinden. Jetzt hat es hier einige Achter, wartet der jetzt? Ah, dann machen wir die Quest zu Ende, oder? So. A new back phone. Geht immer noch nicht. Oh. Also kann sich nicht mehr erinnern, wen er eigentlich anrufen wollte. Also ich dachte jetzt eigentlich, dass ich so ein Dings jetzt auch kriege und dann kann ich immer speichern, wenn ich möchte. Aber Calling the Future endet, ohne dass ich auch ein Backphone bekomme. Naja, dann gehen wir mal zum Grand und retten unsere. Übrigens, das ist ein typisches Love Hotel. Also so genau so sehen die aus, auch vom Namen her. Oh, 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 oh. Ach ja. Dann gehen wir mal weg. Das ist. Ja, der nimmt mir Geld ab. Das brauche ich jetzt gerade nicht.
Hund, Katze, Maus gibt einen Trick. Volker sagt, da kannst du jetzt immer speichern, falls das einen neuen Info ist. Ach, das kann ich? Und wie mache ich das? Du kannst da jetzt immer speichern, schreibt er nur. Ach, bei dem oder was? Oder? Nee, also ich wüsste nicht, wie. Nee, vielleicht in dem Duff-Hotel oder sowas, ich weiß nicht. Aber ich wollte jetzt mal was anderes zeigen. Ein nee, Trick, direkt bei dem Typ. Trick habe ich vorhin rausgefunden. Wenn ich. Zu spät, fuck. Wenn ich in den 3D-Modus gehe, was jetzt nicht mehr geht, dann ist man immun gegen solche Open-World-Kämpfe. Dann läuft er an einem vorbei. Er hat mich aber gesehen und kommt jetzt zu mir. Warum ich nicht gegen ihn kämpfen möchte, ist, der ist sehr stark und nimmt mehr Geld ab. Da habe ich einfach keine Lust drauf. Darum umrunde ich den jetzt mit meinem untrüglichen Orientierungssinn. Ich spiele euch nämlich immer nur was vor, müsst ihr wissen. In Wahrheit laufe ich durch virtuelle Tokios. Das muss ich halt von anderen auch noch abhauen. So, jetzt sind die auch weg. Dass ihr es nicht glauben würdet. Und jetzt kann ich meinen Weg fortsetzen. Hoffe ich zumindest. Ja, und also dieser Club Sunshine, das machen wir auf jeden Fall nachher noch. Aber ich mache das mit Geld halt. Einmal reicht hoffentlich. Ich mache mal zweimal zur Sicherheit. Es kostet ja nichts, ihr habt es gesehen. Es ist hier frei, der blöde Dicke ist weg oder der Große. Und im Club Sunshine, aber das zeige ich euch noch. So. Hier sind wir wieder am Grand. Oh, Zwischensequenz. Das ist bestimmt ein Kampf. Gut, dass ich mich ausgerüstet habe. Ja, da stehen sie. Du sollst lieber mal speichern, schön, sagt der Olmas. Ich speichere doch nicht wegen so ein paar Yakuza. Der will nur mit mir reden. どうぞ。どうぞ。 Bisschen unrealistisch, dass ich da keinerlei Security habe. Da werden ja Champagnerflaschen für eine Million N verkauft. Und so Geschichten. Aber er hat seine Hand nicht weit weg bewegt. Okay. Information I don't necessarily need. Zwei Fragen an dich, Jörg, ja. Wenn du Zeit dafür hast. Shitarek fragt, ob du auch glaubst, dass die Texte etwas verwestlicht worden sind, in Bezug auf Sprüche und so. Ganz bestimmt, ja. Und COS Lied möchte wissen, warum du N statt Yen sagst. Weil man das N ausspricht. Kurze, knappe Antwort. Ist natürlich affig, dass ich da N sage. Als Deutscher sage ich, müsste ich eigentlich Yen sagen. Aber da ich es nun mal weiß, habe ich es mir, glaube ich, angewöhnt. Und der Moriarty 1779 hat uns 10 Euro gespendet. Damit stehen wir bei 90 Euro. Yes! Und wir brauchen wie viel nochmal? 275? 275. Oh, long way to go. Oh, also wer es gerade nicht verfolgt hat, er hat den ganzen Club gemietet quasi.
Stimmt, es ist eher leer. Waschina no kai wa. Anta mo hoka no mun ni kikareta nai yaro to omotte na. Hito barai shitoita ya. Kore de mo ki tsukote ru ya de. Ma ma, suwatta ra. Tama ni ya jibun no mise de nomu mo ee mon to chau ka? Tijin-Clan. Nishitani. Kenne ich jetzt nicht. Retained to the fifth Omi. Kompliziert. Er nennt mich jetzt Kun, das ist so Junge, so unter Freunden oder zu Jüngeren, so das gesagt. Chan ist so ähnlich für Frauen. Okay. Also das ist vor 3 Folgen oder so passiert, was er jetzt erzählt. Und es ist einfach so, als Chef, man muss bestimmte Sachen, muss man einfach selbst machen. Wenn man den Müll rausgebracht bekommen möchte, oder dass die Vorfarbe aktualisiert wird, wenn man gerade sein Video veröffentlicht hat. So, genau. Super Mario, Mario Kart. Muss man es einfach selbst machen. Ja, also, er ist voll im Bilde, wie ihr gemerkt habt, dass die Echte noch lebt. Sie ist so süß und blind und sie muss tagelang nicht aufs Klo und auch nichts essen, außer irgendwelchen Sachen, die ich immer kurz in der Tüte mitgebracht habe. Und sie bewegt sich nicht vom Sofa tagelang, wo sie hingesetzt wurde. Das ist meine pflegeleichte Frau, sag ich euch. Und sie ist auch nicht wirklich blind, sondern sie hat aus Gefühlsaufruhr heraus ist ihr Augenlicht temporär erloschen und sie hat die Hoffnung, dass es wiederkommt. Hört sich romantisch an. Mhm. Er will jetzt einen Kampf mit mir. Hätte ich doch vorher mich heilen sollen. Wie ihr seht, andere Leute hätten jetzt schon Bluterguss im Gesicht. Aber nicht Majima Goro. Tja. Ja, zu der User-Frage gerade, das ist garantiert, das ist im Japanischen anders formuliert gewesen, weil das so eine englische Redewendung ist. Jetzt kauft er ihm den Club ab, oder? Was? Haben wir noch einen Countdown, bis die Polizei kommt.
Nee, die darf man schlagen, da bin ich sicher. Steht irgendwo in meinem Verhaltenskodex. So, trinken wir noch ein normales Glas und gucken wir mal, ob wir das Wunderwasser aufmachen. Was wohl passiert, wenn man in das Wunderwasser über Nacht diese Tintenfische einlegt? Das kann ich ja mir eher nicht vorstellen. Die sind am nächsten Morgen weg wahrscheinlich. Kannst ja morgen früh live streamen. So. Okay. Der hat ein Messer. Wow. Das ist nicht nur ein Messer, das ist schon so ein halbes Samurai-Schwert, dieses Kurzschwert. Aber dann nehme ich mein Prügel. Also irgendwie finde ich es nicht so beeindruckend, dass der kleine Angeber da. Und jetzt seht ihr auch beim. Oh, jetzt hat er mich gerade getroffen. Jetzt warte mal, jetzt kann ich mich vielleicht mal. Genau. Ich kann ihn nämlich abwehren, aber dann schmeißt er mir. Die Sau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Hund, Katze, Maus. Ich hab's vergessen. Aber dass ich prügeln kann. So, jetzt meinen schönen Angriff? Nee, das war nicht, was ich machen wollte. Eigentlich hätte ich gerade einen Spezialangriff machen können. Aber ich habe ihn mit dem Prügel ziemlich im Griff. Ich glaube, das war instinktiv die richtige. Uiuiui. Komm, komm, verteidigen! Ja, dieses Niederschmeißen. Sonst würde das gut funktionieren, aber dadurch, dass er mich dann irgendwann niederwirft, ist es echt so ein bisschen unangenehm. Also, das wollte ich sagen, genau. Ihr seht vielleicht diesen zweifarbigen Lebenspunktebalken von ihm. Das heißt, ich muss ihn halt so nach und nach abarbeiten. Das ist bei den Bossen recht häufig der Fall. Aber ich glaube echt, dass er wenig Chancen da gerade hat. Jetzt hätte ich wieder einen Angriff machen können. So ein. Ja, jetzt wartet mal, das wird mir zu brenzlig. Dann gehen wir mal in aller Ruhe und holen uns einen kleinen Boost. Das müsste eigentlich, ja, also genau, drei Viertel. Ja! Und gleich in so einen Angriffswirbel da reingekommen. So. Jetzt darf ich nur nicht zu lange warten, sonst macht er wieder sein komisches Umwerfen und sticht dann zu. Ja, nach hinten. Wie geht das nochmal genau? So drehe ich mich schnell. Ja, genau, muss ich mir jetzt merken. Oh, was macht ihr denn da? Hin und tritt zu! Das war ja echt blöd von mir. Da hätte ich eine gute Chance gehabt, wenn das nicht eine Finte von ihm gewesen ist. Du sollst den Tisch schnappen, wird dir geschrieben. Tisch schnappen? Das geht zumindest in dem Kampfmodus nicht. Aber ich kann es immer. Nee, sonst wären da nämlich jetzt so Anzeigen. Und ich glaube echt, dass das ein guter Kampfmodus, Kampfstil ist gegen ihn. Oh. Ah. Hab ich ihn? Nein, ich hab doch gedrückt! Zack! Ui, das hat echt Schaden gemacht. Das hat Schaden gemacht. Zack! Okay. Also diese Ultimate-Angriffe, die sollen wohl auch funktionieren, wenn er nicht auf dem Boden liegt. Oben rechts erscheint immer das Logo. Du sollst einfach relativ oft mal Dreieck drücken. Ja, aber ja. Ja. Habe ich ja schon ein paar Mal gesehen, aber das ging bislang einfach nicht. So, jetzt mal ganz ruhig. Ich brauche eigentlich sowohl als auch. Dann nehme ich mal. Ui, ich habe nicht genug gekauft, glaube ich. Ich konnte ja auch nicht ahnen. Fuck. Ich konnte auch nicht ahnen, dass da gleich so ein schwerer Kampf auf mich wartet. Ich sehe das schon aufblitzen, aber das ist so kurz. Und seht ihr, jetzt habe ich wieder. Jetzt kommt er wieder und wirft sich auf mich drauf. Nee, also Leute, ich mache jetzt hier keine Experimente. Ich bearbeite ihn einfach mit meinem Stöckchen. Und habe ihn aber. Es ist echt ein schwerer Kerl.
Ich habe ihn ja noch nicht mal auf seinem zweiten Hitpoint Point Balken runter. So. Das. Puh. Und jetzt mein Gegenangriff, bevor er mich dann umwirft. Ja. Das ist so ein Trick von ihm, oder? Sich dahin zu legen. Ich mach das so absichtlich, um mich zu. Jetzt habe ich ihn gleich. Ah, fuck. Jetzt hoffe ich mal, dass ich das überlebe. Jetzt habe ich nämlich gleich immerhin mal auf seinem zweiten runter. Das sollte eigentlich recht viel. Okay, ich kann auch die Batterie vielleicht zu mir nehmen. Also ich kann mich jetzt noch zweimal heilen. Das wird knappo. Speichert er zwischendurch mal? Oder? Nee. Oder es kann sein. Nee, wir hatten das Kapitel, den Kapitelwechsel. Also ich muss jetzt nicht Jahre hinterher. Nee, aber im Kampf meine ich. Okay, nee, im Kampf speichert er nicht. Okay, ich gehe jetzt mal halt. Ah, fucko. Der sticht mir da jedes Mal ins Herz übrigens. Komm, komm, komm. Jetzt habe ich ihn auf seinem letzten Hitpoint-Balken, aber ich glaube, ich sollte bereit sein, meine Strategie zu überdenken. Gucken wir mal, was er gegen Breakdance so macht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, gegen seine Messerangriffe wird das nicht zu viel bringen. Was mir hier fehlt bei diesem Kampfstil, ich habe nichts zum schnell ausweichen. Was, also bei allen drei von ihnen, also was ich beim Dings so gerne mache. Nee, Kai, das ist, glaube ich, das ist es nicht. Ja, nee, ich gehe wieder zurück. So. Aber wir könnten auch noch gucken, ob wir vielleicht einen besseren. Ja, der wäre super, aber der ist halt 54. Vielleicht mache ich damit etwas mehr Schaden jetzt mal kurzfristig. Ich darf halt jetzt nicht mehr viel einstecken. Was macht er denn da? Achso, der greift mich von unten an. Will mir ins Gedärm. Ich weiß nicht. Das ist nicht so effektiv. Weg, 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 weg. Nimm den anderen Kampfstil wieder. So. Ich hab doch geblockt. So, nicht umwerfen lassen. Ja, nicht so. So, jetzt muss ich leider wieder hier mal dran. Und mein vorletztes Einwerfen. Aber Leute, ich habe keinen guten. Keine Siegesgewissheit gerade. Dieses Scheiß umwerfen. Ich müsste ihn mal irgendwie wohin bringen, wo ich ihn irgendwo so entgegenstoßen kann. Wo ich ihn vielleicht in so eine Wildschwein-Angriffsserie reinbekomme. Aber ich fürchte, wir werden jetzt gleich zum letzten Spielstand zurück müssen. Jetzt schlagen wir beide vorbei. So. Nicht umwerfen lassen. Das ist ja sehr beeindruckend, was er da macht, aber leider völlig ineffizient. Jetzt komm, ja,
ändere mal eine Kombo-Pass. Nee, ich wollte weg. Ich wollte nicht in den Rücken gestochen werden. Das war's. Das war's. Ja, bitte Tipps der Zuschauerschaft. Ob du mehr Versuche als bei Elvis brauchst, was? Habe ich jetzt mein Inventar wieder? Ah, ich bin sogar geheilt nach so einem... Ja, okay, das ist fair. Also, gibt's Tipps aus der Zuschauerschaft, wie ich den knacke? Und bitte nicht, drück halt mal Dings, das hat nie geklappt, ich hab's probiert. Irgendwelche? Außer besser spielen bisher noch nicht. Danke, besser spielen. Ob du in den Abilities die Health Boost gekauft hast? Ja, natürlich. Achso, vielleicht habe ich mittlerweile... Nee, ich habe keine 30. Was er noch zeichnen soll? Ah, ob ich es bei dem... Das ist ein guter Tipp. Den habe ich nämlich noch gar nicht ausgebaut. Der User kriegt einen virtuellen Gutpunkt. Weil da sind sie nämlich auch noch billig. Du hättest nur das kleine Heilzeug dabei, das würde dir nicht helfen. Ja, aber jetzt habe ich ja viel mehr. Die teuren kaufen. So. Mal kurz überlegen, das ist alles noch völlig easy. Ah, der kann ja eher... Ach, das ist überhaupt kein Problem. Guck mal, was ich hier gerade an extra Health mir draufhaue. Und genau für den Kampf steht. Ja, den habe ich nie benutzt, darum ist er nicht ausgebaut. Habe ich auch noch nicht so lange, glaube ich. Ja, Leute, das wird ein Schlachtfest. Wenn ich nochmal sterbe, gehe ich auf Easy. Ich glaube, das geht mitten im Spiel. Slugger-Style. Jetzt gucken wir mal, wo ich den Rest für All Out Swing. Hold, der ist schnell. Ist die Frage, das kann ich mir ja noch leisten. Und dann nehme ich aber, glaube ich, hier diesen Power Surge 2. Also für mich sind immer die Sachen am besten, wo ich nicht extra was machen muss. Aber das kann ich mir auch noch leisten. Ah, der hat keine Sonne. Das sag ich euch. Der wird jetzt zerstört. Ja, haben wir auch noch. Ja, das brauche ich eher nicht. Ja, komm, das soll reichen. Oder? Ach, wenn wir es schon haben. Probieren wir gleich mal aus mit dem Surprise Attack. So. Also dazu gehe ich jetzt auf den anderen. Und jetzt mache ich meine Surprise Attack. Hat aber gar nicht geklappt. Hä? Wo ist der Surprise Attack? So, jetzt probieren wir das mal aus. Oh! Ah, Rangaroo-sama! Ah! So. Jetzt wie... Ah, ich wollte doch weg. Aber ich habe mehr Health als vorher. Also eigentlich... Gut, es bringt nicht so viel mehr mit dem mehr Health, weil ich ja nicht mehr Health steigernde Dinger dabei habe. Aber guckt euch das an. Guckt euch an. Hier sehe ich gerade übrigens, wenn ich nicht so auf lautes Kampfgetöse gesetzt hätte, hätte ich nämlich einfach jetzt mal Dreieck drücken können. Das habe ich jetzt verschlafen. Naja. Das geht deutlich schneller, ne? Ja! Ja! Und drauf und auf den Nüsse und mache ihn fertig! Zerstöre ihn! Das war nicht ich, das war Christoph, der da so. Ja! Jetzt kommt der. Achtung! Genau, und jetzt. Jetzt kommt der andere Taste! Ich habe auf Dreieck mich verlangt! Das ist ja fies, jetzt muss ich aufpassen. So, was muss ich drücken? Sonst habe ich nämlich wieder gleich im Knie. Aber jetzt, das war doch rechtzeitig. Ich war doch rechtzeitig. Jetzt habe ich mir den Kopfhörer rausgezogen. Das ist wirklich nichts mehr. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Stopp. Das hier sind, also das ist schon die Überlagerung von virtueller und echter Realität. Wer hatte die Idee? Lass mal das. So, aber das läuft auch viel besser. Was so ein bisschen Fähigkeiten steigern und Kampfschreie
ausrichten können. Und natürlich die bedingungslose Unterstützung der Millionen Zuschauer da draußen, die nicht anders können, als mit ihrer mentalen Telepathie mich zum Sieg zu schieben. Yeah. Oh, jetzt mal wieder Deckung. Nein, Deckung bringt nichts, erinnere mich. Ah. So. Ja, ich weiß, jetzt kommst du auf mich draufgesprungen. Du musst ja auch mal so einen Anschlusstreffer machen, gell? Aber ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich den dominiere jetzt. Aber das sind echt, ich spiele ja nicht besser als vorher, das sind wirklich die Fähigkeiten. Ja, wir sind ein bisschen overpowered jetzt, ne? Ja, overpowered nennen wir es nicht. Meine wahre Stärke kann jetzt sich entfalten, so würde ich es nennen. Das Gute ist bei diesem Kampfstil, dass ich auch treffe, wenn ich nicht treffe, so Backhand und so. So, jetzt konnte ich noch diesen Angriff hier. Achtung. Ah, fuck, der hat unterbrochen, das war mein extra mächtiger. Aber nochmal. Ja, letzter Schlag. Na, das war auch immer spannend. Also, der weicht schon gut aus, der Mistsack. Oh, nochmal in die Niere. Wird schwer mit dem Sake für Down. Yes! Ja, wie gesagt, danke an den User. Wer war das, der den hilfreichen Tipp hatte? Eine gute Frage. Ich finde es nicht mehr. Er darf sich geehrt fühlen. Er darf sich geehrt fühlen. So, wie lange spielt man eigentlich schon? Hui. Was mit dir? Also wir müssen zumindest noch mal in den Club, in den Kabarett-Club. Nein. お前はもうわしの獲物よて。マジマか。 Schau, deswegen bist du nur Floor-Manager und nicht Nobelpreisträger. So oft wie der mir ins Herz gestochen hat, müsste es erstmal der Reinigungstrupp kommen. Aber so weit geht die Simulation da nicht. Es ist doch mal ein Spiel. Mhm. Frag doch mal die Meute da draußen, die werten Zuseher, ob ich jetzt mit der Story weitermachen soll oder weil, also jetzt unbegrenzt lange spielen wir nicht mehr. Oder so jetzt mal zum Beispiel den Sunshine Club ein bisschen beackern. Ja, ihr habt es gehört und ich werde das Stimmungsbild mal weitergeben. Ich gucke mir so lange meinen Club hier an. Was langsam wieder läuft, kann ich schon mal zum Ausgang gehen. Wir haben noch ein Telefondate. Telefondate, Nebenquest. Sunshine Club. Sunshine Club, das wollte ich hören. Wir gehen mal in den Club, ab zu den Mostessen. Ja, das machen wir einmal. Einmal Sunshine Club. Wein, Weib und Gesang. Story oder Telefonkarte. Club. Okay, ich muss jetzt hier aber warten. In meinem Office. Und dann geht es wahrscheinlich hier gleich nochmal weiter. Telefondates. Da wird dann gefragt, ob es da Stripperin gibt. Da ist zumindest eine neue Angestellte, glaube ich.
さっきはすいませんでした。 Nein, ist noch. お店開けるんですよね? Ja, gute Idee. So, speichern wir hier mal, das können wir ja im Office. Ah, er wieder. Das ist mein Peiniger. Schön finde ich ja, dass wirklich alle rauchen im Spiel. Also ich finde das nicht schön, ja, aber... das waren die 80er. Die 80er halt. Da hat doch jeder überall geraucht. Weil heute schon in der Zeitung, dass... übrigens danke an die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass ich immer noch die FAZ bekomme, obwohl ich sie gekündigt habe. Und der Kündigungstermin auch schon vorbei ist. Ich lese immer zu meinen Sammeln. Wir lesen E-Zeitung und dann wechseln wir immer so, je nachdem. Anyway, dass jeder siebte Deutsche an den Folgen von Rauchen stirbt. Habe ich das auch gelesen, ja. Wahnsinn, oder? Das kann man gar nicht vorstellen. Das heißt, mindestens jeder siebte Deutsche raucht. Obwohl, das ist jetzt nicht, das ist eigentlich... kann ja heißen, es müssen ja mehr sein eigentlich fast, weil es stimmt. Mindestens. Ja, ja. Das kann man irgendwie nicht vorstellen. Aber ja, es kann schon sein, weil... wo wir es gerade hatten von 80ern, jetzt werden so die Jahrgänge alt, die halt kräftig geraucht haben, also 60er, Baujahr 50er, 60er oder so. Und das sind dann genau die Krankheiten, Gefäßverschluss, Herzinfarkt und so weiter. Das habe ich gerade nicht aufgepasst, hoffentlich hat er nichts Wichtiges gesagt. Also... da ist ja noch ein Riesenteil drin. Der sieht so richtig fies aus. Der sieht so aus, als würde er einen anlächeln. Sie haben mal schön draufgedrückt worden. Magst du mal anfassen? Nee. Dann habe ich einen Gestank an den Fingern. Ja, das hast du. Mal sehen, was die Katzen heute Abend sagen, wenn ich heimkomme. さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ? Wir haben übrigens so Katzen-Selbstschussanlagen. Eine von den beiden kommt gerne mal nachts im Balkon raufgeklettert und miaut dann um 4 Uhr morgens genau vorm Schlafzimmer. Und nichts hilft. Ich habe jetzt so Katzenabwehrspray, also es ist einfach Luft, also gepresste Luft, mit einem Sensor, Bewegungssensor kombiniert und die feuern dann von automatisch. Seit 3 Nächten im Einsatz und bislang kein Miauen gehabt. Naja, ich glaube, ich habe nichts Wichtiges verpasst, oder? Aber ein paar Leute müssen auch ins Bett und haben Meetings. Also um 10 jetzt Schluss zu machen, wäre wahrscheinlich grausam. Aber wollen wir mal... zwei Minuten. Ja, ja. Aber wollen wir vielleicht mal so, ja, Viertel nach grob anpeilen und als absolutes Dead-End, weil wir müssen das ja auch als Folge irgendwo bringen, machen wir dann... Das sind wirklich genug gespendet. Also machen wir dann um 10:30 Schluss. Ich glaube, das ist noch eine menschliche Zeit. Wie stehen wir bei den Spenden? Hat sich noch was getan? 90 Euro. 90 Euro. Na. So. Also auch bei ihm weiß er nicht, ob der uns das abnimmt, beziehungsweise nicht uns, wir waren sie nicht, also die falsche Frau da getötet zu haben. Jetzt speichere ich mal nach diesem Knappo-Kampf. Jetzt seht ihr mal wieder kurz nichts. Aber ihr könnt uns noch hören, save completed. Es werden noch die Systemdaten gespeichert, jedes Mal, wo ich nie was ändere. Naja. Und dann darf ich jetzt wahrscheinlich raus. Aber wir haben einige Leute verloren, habe ich gerade gesehen. Nur noch 90 Zuseher. Ja.
Ich lang und guck mal, was sich hier getan hat. Ich langweile einfach die Leute zu sehr. Aber vielleicht mussten sie auch einfach ins Bett. Aber ehrlich gesagt, ich hätte es wirklich gedacht, wir kriegen so 50 ungefähr. Also ich bin sehr angetan. Das waren ja mal über 120. Ja, also oder dass wir jetzt auch noch 90 sind um ja. 10 Uhr abends. Also bin sehr angetan. Aber nicht vergessen, ihr könnt auch spenden da unten. Wir wollen ja vielleicht noch die nächsten 5 Folgen vollkriegen. So. Also wer den noch nicht kennt, das ist so ein, ja, es steht dran, Underground Dog, auch ein Chinese, man hört es auch. Also er spricht Japanisch, aber wie halt so ein Chinese Japanisch spricht, der es nicht wirklich kann. Chinesisch funktioniert auch ganz anders, benutzen dieselben Kanji im Wesentlichen. Aber Chinesisch hat kaum Grammatik letzten Endes, also ist von daher eigentlich sehr einfach. Theoretisch, während das Japanische als agglutinierende Sprache halt wahnsinnig viel weiß, was agglutinierend heißt. Kommt aus dem Lateinischen, agglutare ist es, glaube ich. Und da, bist du lange her, Latein? Ja, aber wenn du mal genau hörst, agglutare, glue im Englischen, ja. Wo das wiederum herkommt, anklebend, anfügend. Und also im Japanischen wird immer mehr hinten dran gehängt. Und also an die Wörter und damit wird dann halt Zeit und so weiter oder Verneinung wird alles quasi ans Wort dran gehängt. Also, genau. Gibt's auch, gibt's auch so schöne, ja, Zungenbrecher sind's keine, aber so lustige Laute für uns Europäer. Also wenn ich zum Beispiel, das weiß noch aus einem VHS-Kurs sagen möchte, deine Schulter war warm, weiß jetzt jeder, der jemals in einem VHS-Kurs war, dann sage ich Anata no Katawa, das ist also Anata no ist deine, Kata ist die Schulter, wa ist so Subjekt des Satzes, Atataka Kata, und das ist von der Grundform Atataka. Kai warm, ist das die Vergangenheitsform, also Atatakakata. Und das geht beliebig weiter. Und dann sagen das auch noch, sprechen das noch sehr schnell. Ich habe keine Ahnung, wie sich die Japaner untereinander verstehen. So. Flustered Young Woman. Ganz schön schwer bei diesem Spiel nicht in Nebenbeschäftigung reinzulaufen. Der User Xiang, oder Xiang, wie es immer ausgesprochen wird, hat übrigens die 100 Euro voll gemacht mit 10 Euro. Vielen Dank. Dankeschön, Xiang. Du sollst weniger labern, mehr spielen. Wer sagt das? Unter anderem der Cerberus. Namen aufschreiben, Cerberus. Ach du kannst aber den Chat hier nochmal komplett durchscrollen. Please be my boyfriend? Warum eigentlich? I got no interest in women. Der hat bestimmt das Problem, dass er einen Verehrer hat, der sie nicht in Ruhe lässt. For several years warst du noch im Krabbelalter. Immer noch, zumindest im Vergleich zum Westen, eher üblich, dass Heiraten, Vermählungen, Hochzeiten,
von den Eltern eingefädelt werden. Und unter anderem, sorry, I'm busy, unter anderem, weil jetzt halt alle in Großstädten leben und diese dörflichen Strukturen und die Mutter kennt die Mutter von einem Unverheirateten und so weiter, ist wohl mit ein Grund, dass die Japaner trotz der ganzen Regierungsinitiativen so in Sachen kostenlose Eheanbahnungsunterstützung, das gibt es tatsächlich, halt eine wahnsinnig schwache Geburtenquote haben. So, jetzt suche ich nach meinem Sunshine Club. Kann mir irgendjemand sagen, wo bin ich denn da jetzt auf einmal? Ich bin jetzt in irgendeinem... Ach nee, ja, reden wir nicht weiter drüber. Wo ist mein Sunshine Club? Hier ist er. Dann gehen wir da jetzt mal hin, oder? So als letzte Großtat. Und wir wollen ja auch was für Folge 32 noch zu spielen haben. So. Es verletzt mich jetzt schon, dass der Cerberus, dessen Namen nicht mehr gemerkt habe und der nicht glauben braucht, dass er jemals noch mal was gewinnen wird bei einem Preisausschreiben von uns oder so. Oder zu einer Weihnachtsfeier kommt oder irgendetwas. Vielleicht wird auch sein Account gesperrt oder so, versehentlich natürlich, nur hat es ja nichts wirklich zu schulden. Dass der sagt, dass ich mehr spiele und weniger reden soll. Also ich bin aber nicht der Einzige. Ich bin wirklich... Nee, also Leute, das verletzt mich wirklich ganz, ganz stark. Und jetzt muss ich aber doch nochmal gucken, wo mein Sunshine Club ist. Hier. Nein. Hä? Jetzt hat mich die Desorientierung eingeholt. Hilfe! Wo ist der Sunshine Club hin? Der war doch gerade noch da. Wo war denn der? Hier, der Kleine, das ist es. Ah, und jetzt schaut mal. Da kann man sich dann auch die Gebiete holen. Und wo bin ich jetzt gerade? Wo soll ich hin? Das ist das Warehouse. Nee, ich gehe jetzt zum Sunshine Club. Und dazu muss ich da jetzt rein und dann bin ich eigentlich schon da. Naja, ein bisschen Prügel noch. Ja, da kann ich ja mal wieder einen schöneren Kampf stehen machen. So. So. Sag an, was ist die Stimmung auf den billigen Plätzen? Ach, die sind doch gut, die uns gerade tun musste. So hätte ich jetzt den Beast-Kampfstil vom Kiryu drauf. Dann. Da fliegen nur so die Mülltöne. Dann könnte ich zum Beispiel dieses Moped auch nehmen. Aber das ist dem Machima leider nicht vergönnt. Aber der kann sich auch wieder sehen. Und jetzt klappt das auch mal wieder ein bisschen. Breakdance sehr gut. Ah, das macht Spaß. Naja, wenn man einmal aus dem Flow kommt, macht es nicht mehr ganz so viel Spaß. Aber ich mag diese schnellen Kampfstile. Weil ich mache im Prinzip nichts anderes als Button-Mashing. Und dadurch kann ich mehr Buttons mashen und habe eine größere Erfolgswahrscheinlichkeit. So, du bist niedergeschlagen, oder? Ja. Aber es dauert so ein bisschen lang. Juhu! So. Komm. Du auch nochmal. Es dauert mir gerade ein bisschen zu lang. Sind die so stark, oder? Anyway. Fast eine halbe Million. N. Aladdin, vielen Dank für die 10 Euro, aber ich werde nicht probieren. Hä? Ach so. Jetzt wollen sie dich hier zwingen. Nee, das machen wir nicht. Ich habe hier gewisse arbeitsrechtliche Schutzaufgaben. So, jetzt schauen wir mal, ob direkt vom Club jemand steht, den ich noch anwerben kann. Ne? Also, dann machen wir jetzt noch zum Abschluss eine Nacht im Sunshine Club. So. Yes. So, jetzt preparen wir erst und dann bauen wir mal meine Star Hostess aus, denn nur die darf ich trainieren, hat mir jemand geschrieben. Da ist sie, die Yuki. Yuki sieht mittlerweile ganz anders aus, weil ich sie geschminkt und frisiert habe. Leider deckt sich das jetzt nicht mit ihrem Porträtfoto. Und trainieren tue ich sie durch ein Mitarbeitergespräch. Hi.
Okay. Hi. Ja, jetzt machen wir mal dieses Wunderwasser hier auf. Muss ja auch ein bisschen Stärkung haben. So, mal sehen, ob ich das aufkriege. Ui. Gleich ein bisschen was verleppert. Ja. Prost. Ja, ich bin jetzt nicht der große Feinschmecker, aber das scheint mir doch eher Billigfusel zu sein. Aber nicht sonderlich stark. Aber das Wiederverschließen ist schwierig. Naja. Aber das ist fies. Also Sake ist schon ein fieses Getränk, weil es nicht so stark schmeckt. Kann man sich da schon... Ja. Aber über diese Erlebnisse rede ich ein anderes Mal. Also. Why do you have to put it like that? Die ist schon wieder ganz aufnahmebereit. So des Nä. Wie ist das schwäbische Äquivalent zu so des Nä? Christoph? Du wirst es mir verraten. Da merkt man wieder, dass Christoph nicht zusieht. So, ich kümmere mich ja auch um den Chat hier leider. Nein, sonst die Folgen. So dele. Ist ganz ähnlich. So. Was wähle ich denn da jetzt aus? Was ist denn da eine sinnvolle Sache? And it would look good riding a white horse. Sounds just like me, sag ich da. Und das war das Zeichen, nicht, dass sie mich verliebt ist, sondern dass ich sie wieder auf Vordermann gebracht habe, ihr eine wichtige neue Gesprächsführungsfähigkeit beigebracht habe. Und das mache ich einfach mit so einem lustigen Gespräch. Ja, die taut so langsam auf. Letztes Mal hat sie noch von ihren Bonsai-Bäumchen erzählt. Demnächst wird sie mir von ihrer Sadomaso-Begabung erzählen. Hast du jemals 50 Shades of Grey gesehen? Er antwortet jetzt nicht. Soll ich euch seine Reaktion sagen? Nein, das ist... Du hast mir auf den ersten gefragt, oder? Ja. Ich habe ihn kürzlich mal auf Amazon Prime angeschaut, also reingeschaut. Die ersten Minuten fand ich todöde. Dann habe ich nach der ersten Nacktszene gesucht, fand die aber auch nicht so toll. Und dann habe ich es aufgegeben. Glaub mir, der zweite Hentai-Kamen angeguckt. Glaub mir, der zweite ist noch schlimmer. Echt? Ja. Gibt es einen zweiten? Ich bin freiwillig mit ins Kino gegangen. Du hast es bestimmt verwechselt, weil die Porno-Kanäle machen dann solche Rip-Offs immer. Die heißen so ähnlich. Ich glaube, es ist mir ein Film, in dem 90% Frauen sitzen. Das ist wirklich die Hölle im Kino. Es wird die ganze Zeit gequatscht. Es wird die Leinwand mit Blitz abfotografiert. Andere nehmen in WhatsApp den Ton auf, um ihn direkt zu verschicken. Andere sitzen da und surfen währenddessen, während das Handy hochgehalten wird. Und danach sieht das Kino aus wie ein Schlachtfeld. Ach, und die Leute kommen, obwohl der Film schon vor einer halben Stunde hätte anfangen sollen, kommen die Leute immer noch ins Kino. Alles Frauen. Unglücklich, 90% machen Dreck und reden während dem Film. Wollen wir sowas haben? Männer gucken auch Frauen zu. Frag mal, ob eine Frau im Chat ist. Dann muss ich du mich. Du kannst das selber fragen. Ach so. Ist eine Frau im Chat? Ach, Schatz, du bist's ja. Dann komme ich mal besser nicht nach Hause heute. Ach so, das geht auch nicht. Ja. Die schläft wahrscheinlich schon. So. Okay, also das ist also nicht so spannend, das klicken wir jetzt mal durch, weil wir wollen ja... schon wieder Herzchen. Wir wollen ja das eigentliche Management-Spiel haben, das gar nicht so unstressig ist. Jetzt kommt noch das dritte, keine Angst, es sind immer drei. Also wir reden immer noch über den Prinzen, das weiße Pferd, bla 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 bla. Und...
Dadurch trainiert sie quasi ihre Fähigkeit. Weil ihr Job ist es ja, die Leute zum, ja, ein gutes Gefühl zu verschaffen als Hostess. Und du Horseback-Date, das ist das Abgefahrenste, das nehme ich. Und dazu müssen sie natürlich Konversation betreiben können. Wir sind übrigens zumindest eine. Aber bestimmt keine, die zu spät ins Kino reinkommt und dann ihren Müll hinterlässt. Also, wurde auch nicht aktiv im Chat, sondern nur aktiv beim Zuschauen. Also. So sind uns doch die Frauen am liebsten, oder? Klappe halten und zuschauen. Bling, 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 drei weniger. Ist es eine Userin, die man kennt? Also Falkenfreund zum Beispiel. Dessen Frau. Ah. Pain in the crotch. Also das wird mir jetzt gerade zu viel hier. Okay, das hat jetzt nicht geklappt, glaube ich. Wir haben keine Herzchen. Yield. Aber oben seht ihr, wir haben sich völlig verkackt, wie manche sagen würden. Naja, das weiß ich super erfolgreich. Aber es war nicht schlecht. Aber ich glaube, im Level habe ich sie nicht gesteigert, oder? Normal Lesson, ja, leider. Letztes Mal habe ich eine Excellent Lesson gehabt. Du hast mich halt auch abgelenkt mit deinem Kino. Ah doch, ich bin immerhin auf Level 6. Du hast gefragt. Ich bin zwei Levels aufgestiegen, trotz der Beeinflussung von Christoph, der nichts Besseres zu tun hat, als mich hier... Gut, das war das Special Training, das könnte ich sie auch noch verschönern. Die Brille finde ich, also sie wird mir zu intellektuell in ihren Sprüchen. Die nehmen wir hier wieder weg. Moment, das war ein Accessory. Weg damit. Moment. So. So ist sie doch nett, oder? Ja. Und damit beginnen wir dann den Abend. So. Und das ist die... Nee, das sind ja noch die... Ich habe doch welche gerufen. Wo sind die denn? Muss ich das im Club-Status machen? Ich hatte doch die eine da, hatte ich doch. Wo ist denn die? Also hier kurz zur Erklärung oder zur Erinnerung sind die verschiedenen Bereiche. Ich bin hier irgendwie, ich glaube da links oben, genau. Und dann muss man die eben nach und nach erobern, die anderen Clubs. Ja, und dann kann man zur Allies, genau, was immer das ist, habe ich noch nicht kapiert. Wenn wir dann in einer der folgenden Folgen rauskriegen. So, und jetzt machen wir Prepare to Open. Open for Business. Aber ich, jetzt frage ich mich schon, du hast auch gesehen, dass ich die eine angesprochen habe da. Die andere wollte ein Geschenk, aber die eine habe ich doch gerufen. Warum kam denn die nicht? Vielleicht weiß das jemand? Kannst du mal im Chat gucken? Kann ich da noch irgendwas beeinflussen? Nee? Cast on Duty? Seht ihr? Da holen wir natürlich noch weitere rein. Warum? Weil wir möglichst viele brauchen, weil dieses dauernde Labern strengt die Girls an. In alle Level 1. Und seht ihr, sie haben verschiedene Fähigkeiten, bla bla bla. Wir machen das jetzt nach Gefühl. Und machen jetzt auf. Open for Business. Yes. いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。 Na, bist schon so mal angeguckt worden? Ich bin so schon angeguckt worden, als ich mal... Da waren wir zusammen in ich darf ja nicht reden. Wir zusammen? Ja, wir zusammen. Oh, mit Peter war ich. Was mir gerade für Erinnerungen kommt durch E3. Freies Assoziieren. Gold Club. Nicht in Los Angeles. Wo war das auch mal 2 Jahre? In Atlanta. Aber ich soll ja nicht reden. Pech, erzähl ich halt nicht von meinen Erlebnissen mit Bill Roper und Peter Steinlechner im Edelstrip Club. Habt da ein Pech gehabt. So, wir haben außerdem Damen im Chat.
So, also, jetzt warten wir auf Gäste und setzen den, wenn ich nicht so langsam wäre, schnell Leute hin. Und die Rede ist mit dem. Und ich kann irgendwelche Sachen machen. So, da ist der Nächste. Und die verlieren halt auch Hitpoints. Und dann gibt es wohl teilweise auch Probleme. Trouble. Wie komme ich da hin zum Trouble? Ah, Zoom, ja, Schiete. Das habe ich verbockt. Ich überfordere das gerade. Da, ja. So. Help, please. Da gehe ich jetzt hin und greife ein. So, was ist das Problem? She's giving a signal. Das kann man wohl dann erraten, um was es geht. Ich weiß es doch nicht. Eis gibt's noch. Menü. Ich bring mal das Menü. Scheibenkleister. Und diese Signale, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen, irgendein Handsignal, schätze ich mal. Wenn man die halt lernt, dann kann man quasi die Zufriedenheit der Gäste steigern und dann gibt es mehr Geld. Aber das ist halt auch ein Lernprozess. Also Tarek schreibt auch, immer überprüfen, welches Girl man dorthin setzt, noch das Gesicht dabei achten. Manche bevorzugen bestimmten Typen. Okay. Ja, ich denke noch an den Gold Club von vor 25 Jahren. Das ist alles sehr schwer für mich zu ändern. Aber ich glaube, wir machen da ein Apology-Gift, oder? Und dann reden sie weiter. So, jetzt will er den Check haben, aber da kann ich auch nochmal versuchen zu verlängern. Extend Session? Nein, Schiete. Genau, die rufen dann Okaike Onegaishimasu. Die Rechnung bitte. So, sie ist schon etwas ausgepowert, vielleicht war es nicht die beste Idee. Also es gibt Onegaishimasu und es gibt Kudasai. Ich habe mal gelesen, dass man Kudasai eher sagt, wenn es um fassbare Dinge gibt. Nur Stotze Kudasai, ein, was immer ich gerade in der Hand hochhalte, Bier mehr. Und Onegaishimasu ist eher, wenn es um immaterielle Dinge geht. Aber das muss nicht stimmen. Also bevor ihr euren Geschäftserfolg auf meine Japanischkenntnisse füllen wollt, was mag sie denn damit sagen? Ja! Weil ich den Aschenbecher ausgetauscht habe. Lasst es euch nochmal von jemandem sagen, der es wirklich weiß. Aber wie gesagt, ich kenne es so. Beides heißt quasi bitte, könnten Sie bitte. Aber Kudasai eher für die dinglichen Dinge und Onegaishimasu für die etwas. Boah, da gibt's Love und Party. Also das sind die Themen, über die sie reden. Immateriell. So. Wem setzen wir den jetzt vor? Keine Ahnung, sie hier. Also schon stressig, wenn man das jetzt nicht wie ich nach dem Chaos-Prinzip macht, sondern da... Ah, Schiete, das bewusst machen möchte, aber er ist satisfied gegangen mit smiling face. Und er ist noch nicht so zufrieden. Da ist ein Handsignal. Was will sie mir sagen? Was ist denn das? Menu? Towel, das ist gar nicht... Yes! Und jetzt, ja, die Herzchen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Minispiel unter... Ja gut, es ist schon eins der wichtigeren. Aber also das macht mich echt fertig, was sie da alles eingebaut haben. Darum, die Leute spielen das auch einen 3-stecken Stundenbetrag. Ja, aber auf Drücken wird hier mit 10-sekündiger Verzögerung geschrieben. Ja, und der Cockjoker bestätigt das, was du erzählt hast. Onegaishimasu, Kudasai ist eher für Dinge. Ha! Das U sagt man übrigens nicht. Wenn du eine Frau bist und sehr höflich sein willst, dann sagst du eher wie eine andere. Aber ich bin keine Frau, dann hauchst du das doch so. Ja. Gut, das war doch erfolgreich. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr nochmal spenden wollt, wäre jetzt die letzte Gelegenheit, dann trinke ich noch einen Schluck Sake, Wasser. Und ansonsten sagen wir dann gleich... Oyasu Minasai. Aber wir haben es noch gar nicht bedankt bei Marco BL für 10 Euro. Danke. Und Adlan für 5 Euro. Für 5 Euro. Dann sind wir insgesamt so etwa... 125. Etwa, sondern ganz genau.
Sehr gut. Ja. Das heißt, die letzte, für die nächste Staffel fehlen dann noch 150 Euro. Ja, das schaffen wir doch noch irgendwie. Und wenn nicht, irgendwann muss es auch mal enden. Hä? Warum jetzt Enter? Ich wollte doch gerade raus. Was habe ich jetzt? Ah, hier geht's raus. Ich meine, die 1 Million N war jetzt nicht der Hammer, das kriege ich in 2 Kämpfen in kürzerer Zeit, aber ich finde das echt spaßig. Und das Einzige, was mich wirklich ärgert, ist, dass mich die Leute, die Spender-Abstimmer, so weggeprügelt haben von den Catfights. Weil das hat mich wirklich interessiert, da nochmal weiterzumachen. Aber vielleicht kommen wir da nochmal hin. Ja, liebe Zugucker, wie viele Leute sind noch in der Leitung? Moment, 87. 87. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr gekommen seid. Ich habe mit halb so vielen gerechnet. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns dann auch schon morgen Abend wieder bei der nächsten Folge, die regulär gemacht wird. Und vielleicht, wenn wir jetzt wieder warten, noch ein paar Staffeln haben, wiederholen wir das ja auch nochmal. Also, danke fürs Zusehen. Danke an dich, Christoph, dass du so lange aufgeblieben bist. Und wir hören und sprechen uns. Tschüssi. Tschüss.